Well, I'm not the kind to kiss and tell. Ach ja, Country-Musik zum Abschalten. Nicht abschalten, zum Abschalten! Natürlich habt ihr alle längst erkannt, über welche TV-Show ich heute sprechen möchte. Es handelt sich um die Serie Ein Colt für alle Fälle oder wie sie im Original heißt, The Fall Guy, was wiederum auch der Name des Titelsongs ist, der vom Hauptdarsteller Lee Majors persönlich gesungen wurde. Die Serie begleitete uns Kids von damals über 4 Jahre hinweg im ZDF und schaffte es tatsächlich, dass wir uns jede Woche wieder auf den Montag freuten. The Fall Guy heißt übrigens nicht der Typ, der immer irgendwo runterfällt, sondern bedeutet im übertragenen Sinne so viel wie Sündenbock oder Prügelknabe. Obwohl es um einen Typen geht, der ständig irgendwo runterfällt. Für Geld. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil und heute habe ich euch eine Serie mitgebracht, die mir unheimlich bei der Berufswahl geholfen hat. Sie hat mich nämlich dazu bewogen, niemals ein Stuntman zu werden. In der Serie geht es um den Stuntman Colt Seavers, der mit seiner Kollegin Jodie Banks, welche sich noch in Ausbildung befindet, in einem abgelegenen Häuschen in den Hollywood Hills lebt. Bereits in der ersten Folge stößt zu dem Duo noch Colts Cousin, der etwas unbeholfene Schönling Howie Manson, den Seavers daraufhin ebenso unter seine Fittiche nimmt. Da das Filmbusiness keine Dauerbeschäftigung garantiert, arbeitet Colt nebenbei als Kopfgeldjäger für die Regierung und gerät dabei in allerlei haarsträubende Situationen, bei denen seine Fähigkeit, eine Menge einstecken zu können, immer wieder unter Beweis gestellt wird. Diese brisanten Aufträge bekommt das Trio in der ersten Staffel noch von Samantha Big Jack, die jedoch für die Staffeln 2 bis 4 von Terry Michaels ersetzt wird, bevor auch diese Position in der letzten Staffel für Pearl Spurling räumen muss. Mein alter Herr hat immer gesagt, ist doch egal, woher das Geld kommt, solange es kommt. Ich war allerdings immer jemand, der es mit vollen Händen ausgegeben hat. Deshalb ist mein Keller auch voller Krempel, der einmal angeschafft und dann vergessen wurde. Gut, dass ich keine Tiere habe. Ein Colt für alle Fälle brachte es auf insgesamt 112 Episoden, die auf 5 Staffeln verteilt waren. Sie wurden von 20th Century Fox Television für den Sender ABC produziert und liefen dort vom 4. November 1981 bis zum 11. April 1986. Wir deutschen Fernsehzuschauer mussten uns da etwas länger gedulden. Bei uns startete die Serie am 8. März 1983 und die letzte Folge wurde am 7. Dezember 1987 ausgestrahlt. Insgesamt zeigte uns das ZDF am Ende 93 der 112 Episoden. Und das ist für ZDF-Verhältnisse schon ziemlich viel. Zum Vergleich, bei Raumschiff Enterprise hat das ZDF damals nur 39 von 79 Folgen eingekauft, was weniger als die Hälfte ist. Naja, von mir seht ihr ja auch nur die Hälfte. Die Show ist ein typischer Vertreter des Glenn A. Larson Serienuniversums. Zu den von ihm produzierten Serien gehörten unter anderem Ihr Auftritt El Mundi, Ein Sheriff in New York, Der 6 Millionen Dollar Mann, Quincy, Kampfstern Galactica, Buck Rogers, Magnum, Knight Rider, Ein Fall für Professor Chase, Automan, Highwayman und One West Waikiki. Das ist aber noch nicht alles. Zu den Serien Ein Sheriff in New York, Quincy, Buck Rogers, Kampfstern Galactica, Ein Colt für alle Fälle und Knight Rider hat er sogar die Musik geschrieben. Ach ja, die 80er waren schon geil. In der Rolle des titelgebenden Colt Seavers bekamen wir Lee Majors zu sehen. Der 1939 geborene Mime feierte bereits lange vor Ein Colt für alle Fälle große Erfolge in Film und TV. Besonders hervorzuheben wären da die Serien The Big Valley, in der er den Cowboy Heath Barclay verkörperte, oder seine Darstellung des Colonel Steve Austin in Der 6-Millionen-Dollar-Mann. Lee Majors ist bis heute als Schauspieler aktiv und fungierte auch bereits als Produzent und Regisseur. Auch seine Synchronstimme dürfte so ziemlich allen ein Begriff sein. Der 1941 in Frankfurt am Main geborene Schauspieler Hans-Werner Bussinger lieh dem charmanten Raubein seine markante Stimme. Ebenso wie zum Beispiel John Lithgow, Ian McNeice, Steve Martin und Richard Chamberlain. Außerdem sprach er John DeLacy als Q in Star Trek Das nächste Jahrhundert, den Manta-Rochen in SpongeBob Schwammkopf und natürlich John Forsythe als Blake Carrington im Denver-Clan. Mein Lieblingskomiker tritt da auf Karl Dall aus Ostfriesland. Wenn du das vermasselst, bringe ich dich um. Douglas Barr verkörperte Colts Cousin Howie Manson. Er erblickte im Jahre 1949 das Licht der Welt und ist somit nur 10 Jahre jünger als Lee Majors.
Barr war bis Mitte der 90er als Schauspieler aktiv, bevor er ins Regiefach wechselte. Seine Auftritte im TV beschränkten sich hauptsächlich auf Gastauftritte in Serien wie Love Boat, Fantasy Island und Mord ist ihr Hobby. Und ein einziges Mal war er sogar in einem Kinofilm zu sehen. Im 1990 gedrehten Martians, ein Außerirdischer kommt selten allein. Seine Regiearbeiten beschränkten sich übrigens auch hauptsächlich auf Fernsehfilme oder Serienepisoden. Interessanter ist da seine Synchronstimme. Der 1942 geborene Thomas Danneberg ist eine Legende im Synchronbereich. Und über ihn und viele seiner Kollegen wird es hier auch nochmal ein weiteres Synchronspecial geben. Bei Thomas Danneberg sollte man eigentlich gar nicht fragen, wen er alles gesprochen hat. Es würde viel schneller gehen, aufzuzählen, wen er noch nicht gesprochen hat. Er war zum Beispiel die deutsche Stimme von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Terence Hill, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, John Cleese, Nick Nolte, Adriano Celentano sowie Randy und Dennis Quaid. Und das war nur eine kleine Auswahl. Geht es Ihnen wieder gut? Ja, ich bin noch ein bisschen schwach auf den Beinen, aber es wird langsam wieder hoch. Oh. Tja, wie du mir, so ich dir. Würden Sie mir erlauben, einen Moment lang zu wimmern? Aber gern. Thomas Danneberg war aber nicht nur die Stimme von Howie Manzen. Für die Serie übernahm er auch die Synchronregie für die Arena Synchron in Berlin. Die Stuntfrau Jodie Banks wurde von der 1957 geborenen Schauspielerin Heather Thomas gespielt und ebenso wie es bei ihrem Kollegen Douglas Barr der Fall war, stellte diese Serie auch den Höhepunkt ihrer Karriere dar. Auch sie tauchte hauptsächlich in einzelnen Episoden von Serien wie dem Love Boat, TJ Hooker oder Mike Hammer auf und verschwand gegen Ende der 90er von der Bildfläche. Gesprochen wurde die Figur in den ersten 4 Staffeln von Susanne Bonasewicz. 1955 in Berlin geboren, zählt auch sie bereits zu den Synchronlegenden. Sie lieh ihre Stimme unter anderem Carrie Fisher, Isabella Rossellini, Daryl Hannah, Sissy Spacek und Bridget Fonda. Serienfans hörten sie als Fran Drescher in Die Nanny und für Hörspielfans ist sie seit der ersten Folge bis heute die kleine Hexe Bibi Blocksberg. Außerdem schreibt Bonasewicz auch noch Dialogbücher und führt Synchronregie. In der 5. Staffel bekam Jodie Banks dann eine neue Synchronstimme, und zwar die von Maud Ackermann. Auch diese 1965 in Berlin geborene Synchron- und Hörspielsprecherin habt ihr alle bereits mehrfach gehört. Sie war in den 5-Freunde-Hörspielen von Europa die erste Stimme von Georgina. Später wurde sie die deutsche Stimme von Jennifer Beals, Christy Swanson und Tia Carrere. Außerdem sprach sie Dominic Dunn in Poltergeist, Phoebe Cates in Gremlins, Demi Moore in Ghost, Nachricht von Sam und Famke Janssen in Nip/Tuck, Schönheit hat ihren Preis. Apropos Preis, ihr könnt immer noch gewinnen, nämlich eine von diesen 3 50 Jahre alten Stinkboxen. Und wenn ihr mir einen guten Grund gebt, warum gerade ihr sie haben müsst, dann ab damit in die Kommentare und ihr nehmt an der Verlosung am 1. Mai teil. So einfach ist das. Mann, das war eine super Überleitung. Ich sollte Überleitung schreiben. Die Serie verfügt übrigens über 2 deutsche Fassungen. Die alte ZDF-Fassung und die neue Fassung, die für die DVD-Veröffentlichung erstellt wurde. Hierfür kehrten die altbekannten Stimmen der 3 Hauptfiguren zu ihren damaligen Rollen zurück. Jetzt konnten auch erstmals die Folgen auf Deutsch betrachtet werden, die das ZDF damals nicht eingekauft hatte. Leider war das aber nur für die ersten beiden Staffeln der Fall, da Hans-Werner Bussinger am 19. September 2009 verstarb und Thomas Danneberg 2018 gesundheitsbedingt in den Ruhestand ging. Tja, so wurden dann die Staffeln 3 bis 5 mit neuen Sprechern besetzt. Die DVD-Synchro ging übrigens auf das Konto des Ehepaars Lutz Riedel und Marianne Groß, die ebenfalls Legenden im Synchronbusiness sind. Marianne Groß ist zum Beispiel eine der beiden deutschen Stimmen von Whoopi Goldberg, spricht Angelica Houston, Cher, Felicia Rashad und Meryl Streep. Und ihr Mann Lutz Riedel dürfte als die deutsche Stimme von Timothy Dalton und Jonathan Pryce bekannt sein. Hörspielfans werden ihn auch noch als Jan Tenner im Gedächtnis haben. Scheiße, das kann ich nicht senden. Eigentlich sollte das hier gar kein weiteres Synchronspecial werden, aber die Serie ist so hochwertig umgesetzt worden, dass ich gar nicht anders kann. Außerdem kriege ich immer zu hören, du hast dies vergessen und du hast das nicht erwähnt. Also
Noch eine Sache zur Neufassung. Es wird immer wieder gefragt, warum man so etwas überhaupt in Auftrag gibt, wenn die alte Tonspur noch in Ordnung ist. Und ich muss sagen, dass es bei Ein Colt für alle Fälle wieder mal an der Rechtssituation liegt. So mussten 8 Musikstücke, die zum Teil im Hintergrund liefen, komplett ersetzt werden. Dieses betraf auch die Nennung der einzelnen Gaststars zu Beginn jeder Folge und jeweils der gesamte Abspann. Andere Szenen, in denen Musiker auftraten, mussten gemutet und geblurrt werden. Und ihr beschwert euch über meine Bildqualität. Doch kommen wir von den Sprechern wieder zu den Schauspielern, die in Ein Colt für alle Fälle auftraten. Zumeist handelte es sich dabei um Cameo-Auftritte großer Stars, die sich selbst spielten. Und die Liste ist recht imposant. Ja, und dann gab es da noch einen weiteren Hauptdarsteller. Und zwar einen auf 4 Rädern. Dabei handelt es sich um Colt Sievers Auto. Das war ein GMC Sierra Grande. Dieses Modell wurde von 1980 bis 84 produziert. Und ähnlich wie es die Produktion auch beim Pontiac Trans Am in Knight Rider gemacht hatte, verpflichtete sie den Hersteller, mehrere identische Fahrzeuge zu liefern, die dann für die jeweiligen Stunts umgebaut wurden. Denn vor allem die Flugmanöver, die die Fahrzeuge ab und an hinlegen mussten, machten diese danach meist unbrauchbar. Ab der zweiten Staffel fertigte GMC jedoch einige modifizierte Versionen des Wagens, bei denen der Rahmen und das Fahrwerk verstärkt und der Motor unter die Fahrerkabine platziert wurde, damit die Flugeigenschaften der Karosse sich verbesserten und er nicht mehr so frontlastig war. Apropos Stunts, Lee Majors ließ sich während der gesamten Serie von Vince Dedrick dubeln, der diese Aufgabe auch schon bei der 6-Millionen-Dollar-Mann übernommen hatte. Und damit ist dieser kleine Trip in eure Kindheit auch schon wieder beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da und wenn ihr irgendwo noch ein paar Abos rumliegen habt, immer her damit, ich kann alles gebrauchen. Ansonsten gilt wie immer, der nächste Beitrag kommt am Freitag.